ziemlich unangenehm. Dann tritt man auf den Kran hinab, liegt er in der Luft. Ein ekelhafter Körperschweiß und schlimmerer Sachenduft. Ich kann euch sagen, die Sprache und die Warnungen, die sind authentisch nicht. Historisch einwandfrei belegt ist dafür, wie es riecht. Oh ja. Am Müffel, am Räuberwerk und Zucht. Am Lagerfeuer wabert ein Jahrhundert schwerer Mut. Ich hab nie auch kein Badezuber und kein Seifenseeler. Nur einmal über Tag gelaufen, stiegen wir schon wieder. Die Römer kannten schon den Atemluft und den Kanal. Das Mittelalter ist ein olfaktorischer Skandal. Skandal! Süß und gar nicht stumm. Es riecht, als fehlte Seifenschaum, besonders untenrum. Und dann kommt noch die Wikinger mit lausbefallenem Fell. Und Mundgeruch nach schlechtem Mehl hört uns ganz übel. Und mit jedem Markttag wird das eben mehr. Es stinkt nach ungewaschenem Leib und nach Geschlechtsverkehr. Ein Badezuber und kein Seifensieder. Nur einmal über den Markt gelaufen stehen. Die Römer kannten schon den Aquädukt und den Kanal. Es fehlt nur Sanitär. Wer glaubt, wir seien Ferkel und der Mann stinkt, macht uns froh. Der geh einmal in Ritterrüstung auf ein Dixi-Klo. Ja, ganz schön eng. Wir halten unsere Nasen so wie ein Trattorion. Geht euch doch mal waschen oder kennt ihr kein Pardon? Wir lieben unsere Mannmusik und unser Publikum. Aber eure Körperdämpfe hauen uns wirklich um. Ein Troll am Schluss verkündet sein, auch wenn ich's mal bereue. Die zum Himmel stinkende Wahrheit ist: Ihr steht doch auf, ihr Säue!